Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, Leute, es gibt eine neue Unit in Toilet Tower Defense, nämlich den Upgraded Titan Cinema Man. Das ist wortwörtlich die seltenste Unit mittlerweile, sogar seltener, aber es ist eigentlich eher genauso selten, wie die Spider-TV, nur dass die Spider-TV nicht mal zu bekommen ist. Auf jeden Fall ist aber diese Unit ultra OP und jeder kann sie Free-to-Play bekommen. Und ich zeige euch heute, wie ihr die immer zu 100% bekommen könnt. Nämlich fangen wir einfach ganz einfach an mit Mathe. Natürlich braucht ihr erstmal Coins, um die zu bekommen. Und ihr solltet natürlich auch immer mit 900 Summons summonen, damit ihr erstmal euch einen extra Summon sparen könnt. Wenn ihr so aussieht wie ich mit 3600 Coins, solltet ihr nicht einzeln summonen, sondern einfach nur die 900er Summons machen. Denn wie ihr hier seht, kriegt ihr für 900 Coins 10 Summons anstelle von für 1000 Coins 10 Summons. Als zweites, was ihr erstmal machen wollt, ist erstmal eure Coins ansparen, damit ihr ungefähr so 20.000, 30.000 Coins habt, damit ihr erst dann erstmal anfangt zu summonen. Denn Leute, falls ihr nicht wusstet, ihr könnt natürlich auch im Shop erstmal Luck Boost aktivieren. Falls ihr beim Candy-Update, beziehungsweise beim Halloween-Update sehr viel gefarmt habt, werdet ihr auch sehr viele Coins haben, so wie ich. Ich habe jetzt nicht wirklich viele, aber ich habe schon ein paar Boosts. Und deswegen wollt ihr erstmal ansparen. Ihr wollt wirklich, bevor ihr überhaupt einen Summon macht, so viele Coins wie möglich ansparen, damit ihr erstmal so viele Summons machen könnt wie möglich in kurzer Zeit mit dem Double Luck Boost. Denn der Double Luck Boost erhöht eure Chance von 10.000 Summons zu brauchen zu nur 5.000 Summons zu brauchen. Genauso wie es der Double Luck Game Pass macht, der erhöht eure Chancen von 5.000 dann zu 2.500 Summons, die ihr brauchen werdet. Und das wären erstmal umgerechnet ungefähr 250.000 Coins, die ihr farmen müsst. Und dadurch, dass momentan ja die neue Turkey Area existiert, nämlich die Turkey Town Area, kriegt ihr mit dieser Area und natürlich einen Double Luck Boost, bzw. einen Double Coin Boost, nicht Double Luck Boost, Entschuldigung, bekommt ihr erstmal pro Stunde umgerechnet mit meiner Methode 7.200 Coins pro Stunde. Und das wären ungefähr 35 Stunden lang die Turkey Town Area durchspielen, damit ihr erstmal genug Coins zusammensammelt für einen Godly. Was nicht wirklich viel ist tatsächlich, bin ich ehrlich. Das ist ungefähr eine Woche lang farmen und dann habt ihr erstmal euer Godly. Und wenn ihr eh das Spiel die ganze Zeit aktiv spielt, macht exakt die Methode so, wie ich die mache. Nämlich wollt ihr erstmal dafür einen Mac Cameraman. Ich habe auch mit anderen Units probiert, funktioniert nicht so gut. Deswegen den Mac Cameraman. Dann benutzt ihr erstmal den Upgraded Titan Cameraman. Danach erstmal den Medic und danach als Money Unit den Pumpkin Farmer. Warum den Pumpkin Farmer und nicht den Scientist Cameraman, ist ganz einfach, Leute. Denn der Pumpkin Farmer und der Scientist Cameraman wurden beide genervt, aber vor allem der Scientist Cameraman. Denn ihr könnt nur noch 5 Money Units insgesamt platzieren. Deswegen laufen wir auch nur mit 4 Units rein, denn es lohnt sich nicht, mehrere Money Farmer mitzunehmen, weil seit dem Nerf ist eigentlich der Scientist Cameraman einfach nur schlecht geworden. Also im Vergleich zu Pumpkin Farmer ist einfach nur schlecht, weil der Pumpkin Farmer mehr Geld für weniger Geld einem gibt. Deswegen lohnt sich halt einfach der Pumpkin Farmer mehr. Auf jeden Fall wollt ihr das exakt so machen, wie ich mache. Erstmal hier hinten den Pumpkin Farmer platzieren, danach hier hinten den Pumpkin Farmer platzieren, gleich hier einen Pumpkin Farmer platzieren und natürlich auch noch einen Double Coin Boost reinmachen. Ich habe hier natürlich hier schon noch einen drinne. Der hält leider nicht genug, glaube ich, damit wir erstmal noch unsere Double Coin Rewards bekommen können. Aber egal. Wird schon funktionieren. Ist ja nicht die Welt. Ich zeige ja nur, wie die beste Methode ist. Auf jeden Fall wollt ihr den nächsten Pumpkin Farmer hier hinten platzieren und den fünften, beziehungsweise auch die letzte Money Unit, die ihr platzieren könnt, wollt ihr hier hinten platzieren. So, und den wollt ihr auch direkt erstmal auf Level 2 upgraden. Sobald er auf Level 2 ist, wollt ihr erstmal hier in den Berg einen Mac Cameraman in der nächsten Runde platzieren. Und den auch sofort auf Level 2 upgraden. So, let's go. Level 2 direkt. Und danach wollt ihr erstmal alle Pumpkin Farmer auf Level 2 upgraden. So, den erstmal auf Level 2. Danach den erstmal auf Level 2. Jetzt erstmal nochmal den hier auf Level 2. Jetzt fehlt nur noch der hier. So, jetzt ist er erstmal der auf Level 2. Jetzt werden wir erstmal den nächsten, beziehungsweise den ersten eigentlich, Mac Cameraman von Level 3 upgraden. Damit er erstmal hier eine höhere Range hat und diese komischen Laser hat, mit denen er erstmal die Units verlangsamen kann. Danach werden wir erstmal alle Pumpkin Farmer auf Level 3 upgraden. So, jetzt sind erstmal alle auf Level 3 und jetzt upgraden wir erstmal den hier auf Level 4. Oder wir maxen den sogar. Sollten wir den maxen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ob wir den jetzt schon maxen sollten, aber ich glaube, es wäre besser, den tatsächlich jetzt schon zu maxen. Weil wir sehen ja die ganzen Units, die jetzt hierher kommen. Ich glaube, es lohnt sich wirklich eher, den direkt zu maxen und danach erstmal die ersten Moneymaker zu maxen. Denn wir brauchen eigentlich nur 2 Mac Cameramans für den Anfang. Einer reicht sogar aus, wenn er sogar gemaxt ist. Deswegen werden wir ihn, glaube ich, erstmal ein bisschen stehen lassen und erstmal die Pumpkin Farmer machen. Und wenn er Probleme hat, dann werden wir einfach den nächsten schon platzieren. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie die Methode funktioniert. Bin ich ehrlich. Ich weiß es ungefähr. Aber egal, maxen wir erstmal alle Pumpkin Farmer. Wir brauchen sehr viel Geld. Wir brauchen sehr viel Geld. So, jetzt haben wir erstmal 2 schon gemaxt. Jetzt maxen wir erstmal den dritten. Und ich glaube, sobald diese ganzen Dual Claw Toilets dort hinten sind, sollten wir erstmal den zweiten platzieren. Weil die Dual Claw Toilets könnte tatsächlich ein Problem für uns werden. Wegen ihren Stun-Möglichkeiten. Deswegen wäre es schon gut, wenn wir 2 gemaxte Max hätten.
Minuten. So, jetzt haben wir erstmal einen weiteren gemaxt. Jetzt kommt der fünfte. Und jetzt maxen wir erstmal den fünften, Leute. Neben ihm platzieren wir erstmal einen weiteren Mac-Cameraman. Und maxen den auch erstmal. Und jetzt, wo wir alle gemaxt haben, platzieren wir erstmal den dritten Mac-Cameraman. Den platzieren wir ungefähr hier hin. Maxen den auch so schnell es geht. Und sobald er gemaxt ist, platzieren wir, glaube ich, hier erstmal einen Upgraded Titan Cameraman. Und natürlich erstmal einen Medikit-Team. Das ist auch sehr wichtig. Den wollen wir erstmal maxen. Nicht nur auf Level 5, sondern komplett durchmaxen. Und sobald er gemaxt wurde, platzieren wir erstmal den nächsten Titan Cameraman. Danach den nächsten, nächsten, nächsten. Und immer weiter und immer weiter. Bis wir eigentlich gewonnen haben. Weil jetzt ist es eigentlich ziemlich easy. Der Anfang ist halt nur das Stressigste. Weil wir noch nicht viel Geld haben. Wir haben nicht viele Units. Und wir machen noch nicht viel Schaden. Aber sobald wir den ersten Upgraded Titan Cameraman platziert haben, ist es eigentlich ziemlich einfach. So, jetzt haben wir den erstmal auf Level 5 geupgradet. Jetzt hat er sogar, falls ich hier so nach vorne komme, die Möglichkeit, die komplett zu verlangsamen. Nicht so wie die Max, sondern wirklich krass. Und vor allem dieses blaue Feuer zu machen, mit dem die ultra viel Leben verlieren. Ihr seht ja, wie schnell die Ufo-Toilet stirbt und diese Bastard-Toilet. Er macht so einen hohen DPS mit seinem Feuer. Es ist wirklich wild. So, jetzt haben wir erstmal den ersten gemaxt. Sobald der erste gemaxt ist, wollt ihr den zweiten hier hinten platzieren. Das, obwohl er keinen Medic hat. So schlimm. Nee, das wird kein Problem sein. Ich weiß zwar nicht warum, aber er wird hier kaum gestunt sein. Maximal von Raketen wird er gestunt, aber nicht von Dual-Claw-Toilets oder sowas. Stehe ich zwar nicht warum, aber das ist halt einfach so. Wortwörtlich, er kann nur hier vorne von irgendwelchen Raketen gestunt werden, aber hier wird er gar nicht gestunt. Wahrscheinlich wegen den Tischen hier aus irgendeinem Grund. Verstehe ich zwar selber nicht, aber ist halt einfach so. So, und den wollen wir auch erstmal maxen. Wir haben jetzt schon genug Geld, um den erstmal auf Level 5 zu upgraden. Und ihr seht, die kommen zwar ein bisschen weit zurück, aber das ist gar kein Problem. Das ist wortwörtlich kein Problem. Aber das auch erst so seitdem die Map ein bisschen vergrößert wurde und generell vereinfacht wurde. Ihr seht ja, hier hinten ist die Map mittlerweile riesig. Das war am Anfang nicht so. Am Anfang war die Map beinahe unmöglich. Aber mittlerweile ist sie komplett einfach und das sogar mit Autoskip. Das ist super nice. So, wir wollen dann erstmal den hier maxen und sobald er gemaxt ist, platzieren wir einfach neben ihm direkt den nächsten Upgraded Titan Cameraman und maxen den auch so schnell es geht. Und ihr seht zwar, die wurden zwar beide gerade eben gestunt, das lag aber an der Quad Rocket Mutant Toilet. Und die stunts uns sogar weiter, die Ehrenlose. So, jetzt haben wir erstmal den nächsten gemaxt und jetzt wollt ihr erstmal einen Medic hier hinten platzieren, den sofort maxen und den zweiten Medic auch so schnell es geht maxen. Aber ihr seht, es ist nicht schwer, wirklich nicht. Natürlich braucht ihr die passenden Units, so ist jetzt nicht. Aber wenn ihr einen Moneymaker habt, muss ja nicht mal der Pumpkin Farmer sein. Am besten wäre natürlich der Pumpkin Farmer. Aber ihr braucht halt einen Moneymaker, einen Medic. Medic ist easy, Mac Cameraman ist eigentlich auch easy. Und dann braucht ihr nochmal den Upgraded Titan Cameraman. Sind eigentlich alles easy Units, bin ich ehrlich. Okay, außer der Mythic. Der Mythic ist ein bisschen schwerer für den Anfang. Aber wenn ihr den Halloween-Modus schön gefarmt habt, werdet ihr mehr als genug haben, um euch mindestens einen zu ertraden. Weil sobald die erstmal alle gemaxt sind, platzieren wir, glaube ich, hier hinten. Bist du hier vorne eigentlich einen hin. Maxen die auch so schnell es geht. So, jetzt haben wir erstmal nochmal den gemaxt. Ich glaube, wir platzieren den nächsten direkt erstmal hier hinten hin. So hinter dem Stein ein bisschen. Und ihr seht zwar, wie viele Units das da sind, aber die sind halt wirklich kein Problem. Die sind halt wirklich easy zu bekämpfen. Das ist das Gute daran mit dieser neuen Map. Ihr seht, dass die einfach wie Ameisen so einen riesigen Weg laufen müssen und wir deswegen die Möglichkeit bekommen, die ganze Zeit zu Autoskip. Wortwörtlich wäre die Map so klein wie davor, wir müssten den Autoskip einfach ausmachen. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Also wirklich. Ich hasse es in Spielen, vor allem in Tower Defense Spielen, wo man die ganze Zeit skippen kann. Bis wir die Möglichkeit bekommen, die ganze Zeit zu skippen, aber nicht das Spiel mit der besten Methode nur mit Autoskip durchspielen kann. Und das war bei der Map leider so, bevor die genervt, bzw. eher gebufft wurde. Egal, platzieren wir erstmal, bzw. löschen wir erstmal den nächsten Mac-Cameraman, bzw. den ersten Mac-Cameraman, um den nächsten Upgraded Titan-Cameraman hier hinten zu platzieren. Den maxen wir auch direkt. Und ich meine, theoretisch könnte ich auch jetzt einfach aufhören zu platzieren, denn wir werden so oder so gewinnen. Bin ich ehrlich. Ich platziere nur trotzdem, damit es halt ein bisschen schneller geht. Denn wenn ich jetzt aufhören würde zu platzieren, würden wir ungefähr 20, 21 Minuten brauchen. Wenn ich aber jetzt weitermache mit platzieren, brauchen wir nur 19 bis maximal 20 Minuten. So, die sind jetzt auch schon alle gespawnt. Das heißt, wir können sogar langsam die ganzen Pumpkin-Farmer verkaufen. Übersagt die Giant Turkey Toilet. Ist sie schlimm. Egal, verkaufen wir jetzt die ganzen Pumpkin-Farmer, um erstmal den nächsten Upgraded Titan Cameraman zu maxen. So, jetzt haben wir erstmal den gemaxt. Ich glaube, wir platzieren den nächsten einfach mal hier vorne hin. Hat er immer eine hohe Range, kann er die dort hinten angreifen. Ist gut. Aber wie gesagt, das macht keinen wirklichen Unterschied, ob ich jetzt weiterhin platziere oder nicht. Nur bin ich halt 1 bis 2 Minuten schneller, wenn ich jetzt weiterhin platziere. Ich werde weitermache mit platzieren. So, jetzt fehlt nur noch die Sciences Toilet und der Giant Turkey Toilet. Bitte, die Giant
Turkey Toilet. Dann haben wir schon gewonnen. Wir haben gleich schon gewonnen. Und ihr seht hier oben, das sind noch 19 Minuten, wo wir gerade sind. Wenn wir Glück haben, schaffen wir jetzt in 19 Minuten 70. Bin ich blöd? Ich meinte 19 Minuten 40. Ich meine, schaut euch hier ja an. Ich glaube, wir platzieren sogar hier erstmal den nächsten Titan. Einfach nur, damit es ein bisschen schneller geht. Und wir haben innerhalb von 19 Minuten gewonnen. Ihr seht, 19 Minuten 36. Ich kriege nur 1600 Coins, leider. Weil mein Coinboost abgelaufen ist. Aber trotzdem, Leute, wir haben jetzt erstmal innerhalb von 20, beziehungsweise eher 19 Minuten 30, haben wir erstmal 1600, beziehungsweise, wenn wir den Coinboost noch hätten, 2400 Coins gemacht. Das wären 2,5 Summons. Das sind jetzt ungefähr, sagen wir, 1,8 Summons, beziehungsweise 1,8 Summons. Das ist halt das Ding. Aber wir können trotzdem erstmal hier hingehen, erstmal Auto-Delete auf alles außer Legendary machen und so viel sammeln, wie ich möchte. Ich werde jetzt nicht extra zusammensammeln, bis ich 20.000 Coins habe oder sowas, damit es sich lohnt, einen Double Luck Boost zu benutzen, sondern ich werde es einfach mal so machen, auch ohne Double Luck Boost und mal gucken, vielleicht kriege ich ja irgendwas. Sieht aber nicht so aus, nur Müll, wieder nur Müll. Oh, Mythic, was? Ich wollte gerade sagen, nur Müll, aber diesmal habe ich einen Mythic bekommen, den Upgraded Titan Cameraman. Das ist doch nice. Immerhin ein Mythic, okay? Nur Müll und diesmal wieder nur Müll. Ey, aber immerhin ein Mythic. Und wir haben außerdem nochmal diese Turkey Crate, die wir bekommen haben. Die könnt ihr theoretisch auch für weitere Units traden oder natürlich auch für Gems traden, um die erstmal euch einen Schritt weiter an dem Godly zu bringen. Das ist natürlich auch möglich. Aber auch genauso, ich könnte jetzt auch erstmal den Mythic, den ich gerade eben gezogen habe, auch für Gems verkaufen oder halt für andere Units traden. Vielleicht auch sogar für Turkey Crates traden oder halt für Scary Crates traden. Ist eigentlich egal, für was eine Crate. Es geht darum, ich könnte den auch umtraden, damit ich am Ende des Tages einen Schritt näher am Godly bin. Und das ist das Gute generell am Spiel. Ihr müsst den nicht ziehen mit der Methode, die ich gerade eben gezeigt habe, sondern ihr könnt die Sachen, die ihr daraus zieht, insgesamt in das Godly rumtraden. Ich denke mal, ihr werdet so 20 Mythics brauchen, um euch ein Godly zu ertraden. Vielleicht sogar nur 10, je nachdem. Kommt natürlich auch drauf an, wie viele Godlys existieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber deswegen, Leute, farmt euch einfach zusammen und tradet vielleicht dann sogar, falls ihr genug Mythics oder Legendaries habt. Ihr könnt ja theoretisch auch die ganzen Mythics und Legendaries für Gems traden und dann erstmal diese Gems umtraden für den Godly. Aber Leute, ich würde dann erstmal sagen, öffnet erstmal die Turkey Crate, wir bekommen wieder einen Rare. Okay, das ist schade. Schaut euch dann aber nochmal dieses Video an und natürlich meine tolle Toy Defense Playlist an.